Das Kochen Rot ist schlicht und ergreifend eine Vereinigung von Freunden, die halt gerne kochen, die halt zufällig politisch denselben Hintergrund haben. Daher erklärt sich auch das Kochen Rot. Und man sieht es auch an unserem Outfit, rote Schürzen, rote Knöpfe, rote Stickerei. Das heißt ja, also es macht uns Spaß, es gibt auch ein Leben außerhalb des Arbeitens, außerhalb des Politischen und darum Kochen Rot, Kulinarium in Rot und heute lauter rotes Essen. Wir sind aktive Hobby-Essbühler, ja. Ich war auch noch für den Hauptgang zuständig. Das heißt, wir haben natürlich im Team gearbeitet, ganz klar. Aha. Aber ich war für das Gulasch, für das Rindsgulasch zuständig mit der Polenta. Aha. Und wie gesagt, es gibt dann nachher noch eine wunderbare Erdbeertopfencreme als Nachspeis. Das Ganze, wie gesagt, Menü in Rot, Kulinarium in Rot, das war so das gängige Motto durch den heutigen Abend. Ja, rot sein heißt sozial sein, rot heißt füreinander da sein, rot heißt Gerechtigkeit, rot heißt, dass es allen gut geht. Ne? Ja, lange Tradition. Ja. Linz war immer rot, wird es hoffentlich immer bleiben. Das sind Hobbyköche, also der eine oder andere Kochkurs, sehr viel zugeschaut, sehr viel sich zeigen lassen, viele Kochbücher gelesen, aber in dem Sinn ausgebildet sind wir nicht. Also Amateure. Also den gibt es einen knappen Jahr, wo wir uns eigentlich zusammengefunden haben und gesagt, wir möchten eigentlich für unsere Frauen ein bisschen was Schönes zubereiten, sie ein bisschen verwöhnen kulinarisch und das war eigentlich so der Geburtsstunde der Roten Köche, wo wir mal ein schönes viergängiges Menü gemacht haben. Und seitdem treffen wir uns eigentlich regelmäßig und probieren verschiedene Kreationen aus. Ich bin nicht autodidaktiv. Sie sind Profikoch. Ja, ich bin Profikoch, das stimmt. Also ich weiß genau, wie man was isst, aber ich weiß nicht, wie man es kocht. Nein, ich bin nur, das war eigentlich der Bauschmann. Das war eigentlich auch unser Profikoch gewesen. Der hat aber heute leider nicht Kinder. Jetzt bin ich als handlanger Hilfsarbeiter da mitkommen und helfe halt ein bisschen mit. Das sind Tagliatelle mit Gemüsesoße, konkret eine Paradeisersoße mit Oregano, mit Basilikum, mit Zucchiniwürfel, Zwiebel angeschwitzt, mit ein bisschen Olivenöl, ja, ein bisschen Salz, Pfeffer. Ein vegetarisches Vorspeisengericht. Doch, glaube ich schon, dass es kochen könnte. Ob man es essen kann, weiß ich nicht, aber kochen könnte schon was. Also meine Frau sagt immer, wenn ich was koche, dass nachher das Zusammenräumen immer ihr bleibt und darum wüsste es nicht. Also man muss nur schauen, wie man sich blöd aufstellt, dass man es nicht machen muss. Frag die Leute. Ich gehe davon aus, dass es ihnen schmeckt. Bis jetzt gibt es keine Beschwerden. Also ich gehe mal davon, ja, Eigenlob in Ordnung. Ja, wir sind gute Köche.